Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Formel 1 Manager 2024. Und wir sind hier, oder ist das die 24? Ich glaube, ja. Wir sind im Jahr 2024 und wir haben mit unseren Fahrern Vesti und Sargent die ersten vier Rennen hinter uns gelassen. Heute stehen die nächsten vier Rennen an. Drei werden simuliert, einer wird gespielt. Was wird gespielt? Miami wird gespielt. China, Imola und Monte Carlo, also Monaco, werden simuliert. So, ja, wir hatten ja letztens ein paar Schwierigkeiten mit den Upgrades und auch mit den Autoteilen, weil ja nicht so viel da war, beziehungsweise wir haben jetzt hier noch vom Chassis 1 haben wir jetzt noch 4, hier muss noch gebaut werden, klar. Von Frontflügel 1 haben wir jetzt noch 3, Heckflügel haben wir 6 Stück. Dann haben wir noch 4 für die Seitenkästen, noch 3 für den ersten Unterboden und 2 jetzt hier für den zweiten Unterboden. Das heißt, beide haben den neuen Unterboden schon drin und die Aufhängungen sind auch noch. Was derzeit noch in Arbeit ist, was ist denn das hier? Achso, hier kann man das auch ändern, sehr gut. Was jetzt noch in Fertigung ist, ist das neue Chassis und ebenfalls neuer Unterboden. Muss ich mal ganz kurz gucken. Ja, Unterboden, da haben wir jetzt schon 2, aber da müssen wir ja noch nachproduzieren auf jeden Fall. Das heißt, wir würden dann ein neues Chassis bald bekommen. Und was ja auch fertig geworden ist, sind ja auch Teil 2 von allen außer den dreien hier. Das heißt, da müssen wir dann auf jeden Fall weiter fertigen. Und dann heißt es eigentlich weiter auf die Finanzen achten. Zumindest was das hier betrifft. Wir haben jetzt noch, also wir haben 22 Millionen im Guthaben, ja. Aber ich weiß jetzt gar nicht, wie es aussieht mit den mit dem Cost Cap. Wo kann ich denn das sehen? Vorstand? Vorstandsbudget? Nee, Saisonbudget war das. Irgendwo hier bei den Finanzen war das doch zu sehen. Da bin ich mir jetzt gerade gar nicht. Achso, hier, verbleibendes Kostenlimit. Ja, noch 73 Millionen übrig. Das ist in Ordnung. Wir haben jetzt 5 Millionen für Einrichtungen ausgegeben. Noch ein bisschen was für Gehälter. Und für die Autoteilentwicklung haben wir schon 59 Millionen ausgegeben, aber das war ja auch noch mit Teil des Autoerstellens. Ne? Und ja, ich würde sagen, wir simulieren mal vor bis China und dann sehen wir uns gleich beim Rennen. Ja, China hat ja einen Sprint. Und das bedeutet, wir hatten nur ein Training, was übelst komisch ist. Aber ja, wir schauen uns das Sprintrennen an. Also es wird simuliert, genauso wie das normale Rennen, weil wir ja dann in Miami spielen. Willkommen beim Quali. Und wir schauen uns mal die Ergebnisse aus dem Sprint an. Max Verstappen gewinnt hier und wir wurden 20. und 21. Gar nicht so weit weg von Gasly, das ist okay. Und Sarge war auch 3 Sekunden dahinter, aber es fehlt ein bisschen. Und jetzt ist mir tatsächlich die Musik schon ein bisschen sehr laut. So. Und jetzt geht's rein ins Qualifying, aber wir sehen uns gleich erst beim Rennen wieder. Und da sind wir beim Rennen. Wir sind 19. und 21. im Qualifying geworden, was gar nicht mal so schlecht ist. Also Sargent hat sich relativ gut geschlagen, hat beide Alpines und seinen Teamkollegen geschlagen und Vesti hat Gasly geschlagen und das um einen Zehntel. Dann wiederum ja 2 Zehntel weg von Ocon. Und der hat ganz knapp verloren gegen Sargent. Aber das war alles gar nicht mal so schlecht. Trotzdem fehlt es uns ganz schön an Pace, um überhaupt in die Nähe von Q2 zu kommen. Jetzt heißt es erstmal Rennen fahren. Und wie ihr seht, die Auto-Setups, weil wir nur ein Training hatten, ist halt relativ kacke. Aber ja, was willst du machen? So, wir machen mal ein Kilo runter. Und den Rest muss jetzt das Team machen, tatsächlich. Und ja. Beende ein Rennen mit einem technischen Defekt. Ach du Heimat, das kann ich mir jetzt gut vorstellen. Wie ist immer das, gibt es das wäre nicht gut. Also ich habe gerade. Vesti ist 15. geworden. Und Sargent 21. Das ist nicht schlecht. Platz 15 ist nicht schlecht. Ist damit nach oben gerutscht. Andretti dafür aber noch nicht. Das ist richtig gut. Platz 15.
Das läuft gut. Also ja, Vesti hat auch das neue Chassis drin gehabt. McLaren 4. Achso, das hier ist der DRL Fastest Pitstop, alles klar. Wie weit sind wir da eigentlich von? Ja, wir sind auf 6, das ist nicht schlecht. Das gibt nämlich auch nochmal Preisgeld am Ende tatsächlich. Und das hier gibt auch nochmal schön Kohle. Eine halbe Million. Finde ich jetzt nicht so schlecht. So, liebe Freunde, da sind wir im Sprint Quali. Denn wir haben hier auch wieder ein Sprintrennen in Miami. Und das ist natürlich nicht so geil. Übrigens, wir haben jetzt Autoteile drin. Wir haben das neue Chassis bei Vesti drin. Wir haben neue Frontflügel drin bei Vesti. Wir haben noch keinen neuen Heckflügel. Wir haben den neuen Seitenkasten drin bei Vesti. Wir haben einen neuen Unterboden drin bei Vesti. Aber noch nicht die neue Aufhängung. Bei Sargent sieht es wie folgt aus. Chassis ist neu, Frontflügel ist neu, Heckflügel nicht, Seitenkästen nicht, Unterboden ja, Aufhängung nein. Also nur die Seitenkästen ist der Unterschied bei Vesti. Und da wollen wir mal reingehen ins Sprint Quali. Let's go. Für Sargent. Das ist gar nicht gut. Das heißt, Vesti wird wahrscheinlich wieder nach vorne rücken. Und zwar 15! Und Sargent ist letzter. Und wir sind tatsächlich in Sprint-Quali Nummer 2. Wie cool ist das? Hinter Albon. Leider. Also das macht jetzt zu. Also ja, es ist zwar trocken, aber wir sehen hier, das Wasser geht wieder nach oben. Das heißt, wir sind hier raus. Wir hatten diesen einen Shot und leider kam das zu früh. Zu spät, der Regen. Der müsste direkt. Oh, beide Ferraris vorne. Das ist cool. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja, und Vesti auf der 16 startet. Mit einem guten Start wird von hinten wahrscheinlich nicht überholt werden. Aber er greift Albon an. Sargent hat sich schon Ocon geholt. Das ist super. So, wir haben noch keine 2 Megajoule zurückgewonnen und auch noch keine 4 eingesetzt. Okay, jetzt wird einiges. Und Vesti hier gegen Hülkenberg, gegen Albon, gegen Magnussen. Gefühlt gegen alle. Aber viel hat sich da nicht getan. Nein. Und Sargent ist nur einen Platz nach vorn gerückt. Muss Sullivan nach vorne ziehen und versuchen, als 17 oder 18 durch die Ziellinie zu kommen. Wieder gelbe Flagge. Safety Car. Okay, Safety Car ist draußen. Sehr gut. Oh, da hat's. Oh, Sullivan. Nee. Hülkenberg und. Wer ist das? Safety Car. Wer ist das? Oh mein Gott, oh Sullivan. Wow. Hülkenberg ausgeschieden. Das würde ich gerne mal sehen, was hier passiert ist. Ja, danke. Hat mir nicht viel gebracht. Sehr gut. Und damit ist das Safety Car draußen. Viele gehen hier an die Box. Vesti wird damit auf 10 vorgespült, Freunde. Zeitstrafe. Das bringt aber Hülkenberg gar nichts mehr. Wir sind plötzlich auf der 10. Das Problem ist, jeder wird jetzt hier auf Soft sein. Ja. Auf frischen Softs. Vielleicht hätten wir es mit Sargent machen können. Bleibt denn das jetzt noch drin? Ja, sieht so aus. Vielleicht können wir mit Sargent nochmal reinkommen. Wir holen uns einfach mal Softs. So, jetzt haben wir auch viel, viel Benzin. Und ja, Sargent kommt jetzt rein. Mal gucken, ob er irgendwas machen kann. Aber das glaube ich eher nicht. Er kommt jetzt erstmal wieder ans Safety Car ran. Aber das hätten wir vielleicht direkt machen müssen. Aber egal. Vesti muss jetzt kämpfen. Gegen Alonso, gegen Piastri.
Das wird interessant. Los. Ja. Und Vesti, let's go. Wir sind viel zu langsam, das weiß ich. Aber wir sind... Ach nee, auf 10 kriegen wir gar keine Punkte. Ich glaube, wir kriegen hier keine Punkte auf 10. Ich glaube, es gibt nur die für die ersten 8 Punkte. Und wir sind jetzt schon weit weg von Norris, wie man sehen kann. Und Alonso greift an. Ja, wir bleiben aber auf der 10. Noch. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob... Ich glaube, es gibt nur für die ersten 8 Punkte. Das ist halt jetzt ein Riesending. Jetzt ist DRS aktiv und da kommt Alonso nicht vorbei. Wir kämpfen gegen Alonso und Piastri um Platz 10. Aber jetzt sieht so aus, als ob er vorbei ist. Genauso wie Oscar. Nein. Alonso überholt Vesti, klar. Oh. Aber Bottas überholt Vesti hier zurück. Leider. Kriegen wir vielleicht Bottas doch wieder. Perez gewinnt, der WM-Führende. Und ja, haben wir. Aber da kommt Bottas nochmal. Und kein ERS mehr übrig. 0,075. Oh. Bitter. Kurz vor der Ziellinie. Kein ERS mehr gehabt bei Vesti. Und damit, ja, nur auf 17 und 18, aber das ist okay. Gegessen. Ja, also der kann in die Box rein. Währenddessen Vesti jetzt hier um einiges schneller fahren könnte, hoffentlich. Derzeit der zweitlangsamste auf der Strecke, aber ich gehe davon aus, dass das sich jetzt hier verbessert. Und er schiebt sich auf 4 vor. Okay. I got a 2. Wir haben schon 3 hinter uns. Vesti ist in Q2 Sergeant auf 17. Also nicht 0,4 oder 3 oder 2. Das wäre... 33,0 ist persönliche Bestleistung. Für Vesti in diesem Sektor. Es sind 4 Zehntel schneller schon mal. Wir wären also ungefähr auf... Zwischen O'Sullivan und Joe. Jetzt nochmal hier... nochmal 2 Zehntel schneller. Also 6 Zehntel, 1,8. Wir sind auf O'Sullivan-Niveau. Jetzt noch einen guten dritten Sektor raushauen. Das wäre perfekt. Und das ist 3 Zehntel vor O'Sullivan. Alter, was ist hier los? Das ist ja mal der Oberhammer. Wir bleiben vor O'Sullivan. Wir bleiben sogar vor Ricciardo. Wir sind 12. Bestes Qualifying-Ergebnis ever. Und Hülkenberg kriegt noch eine Strafe. Wow, Tsunoda ist 6, richtig stark. Oh mein Gott. Das ist richtig gut. Wir dürfen aber nicht hoffen. Auf geht's ins Rennen. Das ist krass. Die Teams führen gerade die letzten Checks durch. Nicht mehr lange bis zum Start dieses Rennens. Ja, sehe ich auch so. Wir werden sehen, was Charles Leclerc hier erreichen kann. Warum Position 3 ist ein solider Start. Und wenn er seine Trümpfe richtig ausspielt, sollte er ordentlich Punkte einfahren. Los geht's! Zeit für das Rennen! Es geht los mit dem Grand Prix in Miami. Unser bestes Ergebnis bis jetzt. Let's go! Die Ampel ist aus. Zwei Red Bulls vorne, dann Leclerc, Norris, Sainz, Hamilton, Piastri, Tsunoda,
Alonso, Russell und dann schon wir. Aber wir werden schon attackiert von Ricciardo in die erste Kurve hinein. Der fährt Medium. Wir sollten versuchen, vor ihm zu bleiben. Das sieht so aus, als ob wir das schaffen. Währenddessen Sargent schon an Albon vorbei ist. Das ist laut. Wie sehen die Reifenmischungen aus? Völligst unterschiedlich. Aber es war wichtig, vor Stroll an Albon zu kommen, die ja hier mit Medium und Hard fahren. Für die erste Runde ist erstmal angesagt, hier versuchen mitzuhalten. Ob das klappt, mal sehen. So, wie sieht's mit den Reifen aus? Vor ihm hat Joe 94. Vestiat hat jetzt schon 86. Der fährt mit den Qualifying-Reifen. Das ist klar. Und jetzt ist schon der Intervall auf Russell zu hoch. Kommen wir irgendwie ins DRS von Leclerc? Oh, sieht fast so aus, ja. Leclerc richtig langsam. Rot schon wieder. Das gibt's doch gar nicht. Stroll. Oh. Red Flag. Stroll. Was geht hier ab? Was geht hier ab, Freunde? Oh, die beiden Teamkollegen nicht wirklich, oder? Lance Stroll, nein, er hat sich selber abgeschossen. Und warum fährt der RB da nicht einfach vorbei? Interessant. So, was machen wir jetzt? Jetzt könnte man theoretisch sogar mit Hard durchfahren. Ich nehme den Medium. Ja, er hat halt keinen frischen... Was ist denn, wenn wir mit dem Harten jetzt einfach durchfahren bei Sargent? Der ist halt so viel langsamer. Wir sind erst in Runde 29. Es wird nicht viel ändern. Stroll ist raus. Das gibt's ja gar nicht. Die Fahrer warten erneut. Es geht wieder los. Und ich hab's wieder vergessen. Einzustellen. Das Startsignal erlischt und los geht's. Ja. Wir haben wieder eine volle Batterie. Und Vesti muss jetzt gegen Leclerc ran. Wir haben so viel Benzin. Oh, die Haas greifen Sargent an. Kann er da davor bleiben? Und hofft's. Ja. Sieht so aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Alter, was ein Rennen. Da muss ich wieder so viel schneiden dann. Technischer Fehler bei Bottas. Hülkenberg hat auch. Also er wird wahrscheinlich... Weiß ich nicht. Kriegt er da eine Strafe? What? Vesti überholt Leclerc? Wir beobachten das Geschehen hier ganz. Wir überholen den Ferrari. Das muss er jetzt durchziehen. Vesti ist jetzt 11 davon, ne? Und Sargent kommt sogar mit. Freunde, was geht hier ab? Na, Sargent schafft es nicht ganz, oder? Das wäre so krass, wenn er das noch mitschafft. Und... Er schafft es. Und auch Magnussen ist vorbei an Leclerc. Was geht denn da ab? Jetzt sind wir dran an Tsunoda, der auf 10 ist. Das ist vielleicht unser einer Punkt. Das ist ja zu heftig. Was hat Tsunoda für... Der hat Harte, der wird durchfahren. Wir müssen vorbei, also. Vielleicht ist doch nicht Tsunoda unser Mann, den wir jagen müssen. Verstappen hat auch Probleme am Auto. Das gibt's ja gar nicht. Ach du Scheiße, das Getriebe bei Vesti, oh nein. Hätte ich das mal gewechselt. So ein Mist. Jetzt muss man leider wieder Richtung Neutral gehen. So, und Sargent. Ja, nicht gegen Teamkollegen kämpfen. Wo der schneller ausschaut. Aber mal sehen. Oh, da hat es einen rausgehauen und das ist Magnussen gewesen.
Safety Car. Das gibt's doch gar nicht. Was geht denn hier ab? Das ist unglaublich. Sollten wir jetzt reinkommen? Wie viel sind's noch? 16 Runden. Klar. Klar. Oder auf den frischen Medium. Sollte ich... Ich schick Westy auf den Soft. Und Sergeant... Kriegt das... Kriegt den frischen Medium, oder? Ja. Ich will es austesten. Okay, wir sind auf 11 und 12 rausgekommen. Das ist die Chance. Magnussen kriegt 5 Sekunden Strafe. Er hat Leclerc rausgehauen. Das ist die Chance. Mehr kann ich nicht sagen dazu. Verstappen ist raus. Wir sind 10. und 11. Ich glaub's nicht. Verstappen ist selber ausgeschieden. Noch 15 verbleibende Runden. Joe ist raus. Was geht hier ab? Okay. Ready for restart? Copy. Mal sehen, ob Westy mit den Softs ein Wunder verbringen kann. Los geht der Restart. Sergeant darf nicht gegen seinen Teamkollegen kämpfen. Los geht's. Schaffen wir es vielleicht noch zu Noda und Piastri zu holen? Weil Piastri ist, glaube ich, auch hart an der Grenze. Was geht da ab? Alter. Die Konkurrenz schläft. Denn der Alpine ist auf 14. Aber Westy kommt... Bleib, kann nicht dranbleiben, oder? Sergeant kann ein bisschen mehr Gummi geben, tatsächlich. Um vor Albon zu bleiben. Das wäre wichtig. Jetzt ist er dran. Albon ist dran. Er will den Punkt gegen uns. Und wir sind leider weg von den beiden da vorne, die sich da um Platz 8 streiten. Piastri und... Boah. Da geht er vorbei. Das ist gar nicht gut. Komm schon. Jawohl. Sehr gut. Albon hat halt leider kein Problem. Und er kriegt auch noch das DRS. Alex Albon. Aber er kommt jetzt nicht vorbei, okay. Das ist gut, das ist sehr gut. Jetzt geht er vorbei. Shit. Oh, Leute. Jetzt probieren es wir wieder. Kaum noch ERS. ERS disabled, ERS disabled. Kommt er trotzdem vorbei? Ja! Recharge on, please.
let's do what we need to stay ahead. Das hat gar nicht funktioniert. Weil wir einfach keine ERS haben. Bleiben wir im... Haben wir das DRS? Nein, er hat's. Das war's. Er hat das DRS gehabt, ne? Das war's. 5.5. Let's get closer to the gap. That's it. 5 laps remaining. Das war's. Er hat uns. Er hat uns. Er hat uns einfach. Copy. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Das tut weh. Das tut sehr weh. Oh, bittere Nummer. Das war eine fantastische. Wir sind auf 9 vorgerückt. Jetzt darf nur Kick sauber und Alpine nicht mehr pumpen. So. Schade. Oh. Naja, Imola wird jetzt noch simuliert und dann auch noch Monte Carlo. In Imola und simulieren. Fortfahren und... Da sehen wir Oscar Piastri. Perez gewinnt schon wieder. Wir sind auf 14 und 17 gelandet. Das ist stark. Das ist richtig gut. Das ist super. Wir sind weiterhin auf 9. Williams und Haas sind vielleicht sogar noch drin dieses Jahr. Wer weiß. Das ist richtig gut. Das ist super. Und wir bekommen Geld. Und ich glaube, jetzt können wir auch mit dem Ziel ein bisschen nach oben gehen. Sehr schön. Dann simulieren wir dieses Rennen und hoffen, vielleicht ja auf ein Wunder, wer weiß, die Simulation sagt aber meistens nie was Gutes aus. Was für ein Rennen! Okay, das sind die Top 10 und Albon ist wieder in die Punkte gefahren. Vesti ist ausgeschieden, Sargent ist auf 17 vorgekommen. Ah, Vesti ist raus, oh nein. Vesti ist ausgeschieden. Damit kriegen wir nur 334.000. Ja gut, bei Ausscheiden ist natürlich doof. Jetzt ist die Fertigung von den Seitenkästen abgeschlossen. Jetzt können wir tatsächlich endlich mal die Heckflügel bauen. Nochmal 4 Stück. 11 Tage bis zum nächsten Rennen. Boah, passt. Würde ich sagen. Let's go. Und gucken wir mal. Brand in der Fabrik. Na gut, geht nicht anders. Fertigstellungsdatum. Oh nee. So, Ergebnis Hauptrenns. Warum ist er ausgeschieden? Wissen wir nicht. Chassis. Das Chassis ist kaputt. Wir haben von dem Zweier nur noch einen. Und da produzieren wir gerade auch, glaube ich, nicht. Deswegen tut es mir leid für ihn, aber er muss auf das erste zurückgreifen. Gut, wir sind dann im nächsten Rennen wieder da. Ja, das muss sein. Und Aufhängung tatsächlich. Ja, da fehlt auch noch was. Aber ich glaube, die werden noch produziert, ne? Ja, also da kriegen wir auf jeden Fall noch eins zurück. Gut. Ne, ist jetzt in beiden Autos. Sehr gut. Und beim Chassis haben wir eh nur noch eins. Genau. Nur eine Kopie des Autos heißt und sie derzeit in anderen Auto. Man möchte sie entfernen. Ne, gut, dann lassen wir es. Und dann muss er halt mit Chassis 1 fahren. Gut, dann sehen wir uns. Oh ja, hier haben wir was durchfallen natürlich. Die neuen Frontflügel sind schon durchgefallen. Interessant. Okay. Dann müssen wir auch. Und auch der neue Unterboden ist schon. Ja, da müssen wir nachproduzieren. Das Problem ist, wir brauchen auf jeden Fall die neue Fabrik, die jetzt am 2. Fertig ist und dann können wir auch danach produzieren. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Rennwochenende wieder. Ich denke mal, wir werden Spielberg, wir werden Montreal spielen und die anderen oder Silverstone, einer von den beiden,
Und den Rest werden wir simulieren. Gut, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Macht's gut und ciao.